das? Ja, aus der Sicht von der Gemeinde ist das natürlich ein wunderbarer Tag heute. Der Sport, den wir hier erleben dürfen, und für Kinder ist das ganz super, dass sie hier dürfen erste Erfahrungen machen mit außerordentlichen Sportarten. Und ich sitze jetzt gerade hier in einem Bob und Bratteln könnte vielleicht einmal ein Bob-Standort werden. Und die neue Generation ist hier um den Bobschlitten herum und ich bin der Meinung, hier könnte ein neuer Nachwuchs anwachsen. Wir sind hier vom Bob- und Skeleton-Club Basel-Land und haben unsere Angiebahn aufgestellt. Wir sind hier, um unseren Sport ein bisschen zu präsentieren in einem ganz kleinen Rahmen. Wir hoffen auch, das ein oder andere Mitglied können zu finden, sei es als Pilot oder Anschieber. Und selbstverständlich sind wir hier, um unsere Sponsoren zu präsentieren oder auch hier allenfalls einen neuen Sponsor zu finden. Weil der Sport kostet ein bisschen Geld. Wir sehen hier miteinander Eliana Pileggi, Nachwuchsboxerin, und Istvan Sili am Trainieren. Beide trainieren im Nobelart Boxing Center in Frankdorf. Und wir präsentieren das Boxen hier, das Bratteln an der Sportnacht. Vorzeigt wird Defensivarbeit. Istvan Sili geht vor, was Eliana muss machen, und zeigt gleichzeitig immer wieder die Lücken auf. Bratteln hat ein unglaublich grosses Sportangebot. Und die Sportnacht bietet wirklich einen Einblick in die verschiedenen Möglichkeiten. Zum Beispiel hier auf dem Platz. Wir haben 21 Sportvereine, die man heute ausprobieren kann, klein und gross. Und ihr seid alle herzlich willkommen. Der Segelclub Bratteln ist in Kaiseraugst daheim, gerade am Ufer vom Rhein. Und das ist auch wirklich die Möglichkeit zum Segeln, ganz nahe in der Region. Wir haben ungefähr 120 Mitglieder, 60 Aktivmitglieder, die sich regelmässig am Rhein treffen. Und dort gehen wir segeln mit unseren 6 kleinen Jollen.